Heute möchten wir eine Laktikenprüfung an diesem Fahrzeug vornehmen, und zwar mit dem ET110 der Firma Etari. Dieses Gerät misst jetzt nur auf Eisenmetall, was eigentlich für die gängigsten Autohersteller gilt, außer Audi. Oder wenn man Oldtimer-Liebhaber hat, ist dieses Gerät auf jeden Fall zu empfehlen. Das Gerät lässt sich ganz einfach mit Druck auf den Sensor einschalten und dann kann man auch schon beginnen zu messen. Wir beginnen jetzt mal hier an der linken Tür. Wir sehen hier 116, das entspricht also noch wunderbar der Standardlaktike des Herstellers. Die Werte sind alle noch vollkommen in Ordnung. Abweichungen bis zu 30 Mikrometer bei der Standardlaktike sind vollkommen in Ordnung, da die Lackoberfläche eine leichtwellige Struktur besitzt. Das kann man sich in etwa vorstellen wie bei einer Orangenhaut. Jetzt gehen wir mal hier weiter nach hinten an den hinteren Kotflügel und setzen hier unsere Messung fort. Hier sehen wir eine deutliche Abweichung. Also hier könnte schon überlackiert worden sein. Ja, also da ist auf jeden Fall was passiert. Jetzt probieren wir mal noch hier oben. Dann sehen wir hier wieder die Standardlaktike. Also hier unten in dem Bereich ist auf jeden Fall was passiert. Ja, 179, 180. Jetzt haben wir hier schon fast das Doppelte der Standardlaktike. Die Werte werden höher. Ja, jetzt haben wir hier schon über 400, 500. Hier sind wir bei über 1000, also hier ist definitiv eine gespachtelte Stelle. Jetzt gehen wir mal etwas näher ran. Und dann kann man auch hier am Rand eine wellige Struktur erkennen. Also hier scheint die Spachtelmasse unsauber abgeschliffen worden zu sein. Hier ist auf jeden Fall eine gespachtelte und überlackierte Stelle, die wir mit diesem Gerät jetzt zuverlässig gefunden haben.